heiße ich mir Rupter Kuckelscheue. Also Mundschrein wird das Platz nach erskanner Zeit kennen. Wenn an diesen Zeiten auch viele sportliche Aktivitäten auf Eis gelöscht sind, kann ich das wirklich nicht behaupten. Die Patinoire Kuckelscheue, die aus an den 70er Jahren gebaut ging, weil heute in Lützburg sind es schon Patinoire, die echt da waren. Aber die Patinoire, die aus den Demos gebaut ging, hier auf dem Sit, weil hier auch die Weihren rundherum sind. Und die Weihren, die sind am Winter regelmäßig zugefroren, wo die Leute an Schlittschuh vorgekommen sind. Da war das Klima noch ein bisschen anders wie heute. Heute am Winter frieren die Weihren nicht mehr so viel zu. Dann als Decision geholt, ich auf dieser Platz dann noch ein Patinoire, eine Eispiste zu bauen. Und das war 1974, als das umging. Und 1976, als der Betrieb ging. Das war die Patinoire, wo wir heute hier stehen, das Patinoire Publik. Die Patinoire, die als zugelassen hat 2200 Leute. Wir können hier auf der Piste, die hat 60 mal 30 Meter, können wir heute Leute vorlassen. Wir haben eine Saison, die geht um den 15. September und die dauert bis den 15. April. Wir haben dann auch die Patinoire 2005 ausgebaut, da ist eine zweite Piste beigekommen, von der selbst gereist. Die ist hauptsächlich gedurcht, für das Clip da können trainieren. Die Piste ist selbst groß und wir haben hier 7 verschiedene Clips, wo ein allmählich Eissportarten dann auch kann machen. Vom Hockey über Patinage Artistik, Speed, über Dance. Wir können Curling spielen, Eisstock spielen, sodass ich aber alle Sorten Sport, die eigentlich um Eis geht, kann hier als Aktivität machen. Wie viele Visiteuren habt ihr hier am Durchschnitt zu normalen, also nicht Covid-Zeiten? Patinoire Kuckelscheue, die ist ab, wie gesagt, von September bis April. An der Zeit haben wir hier ungefähr 125.000 Leute, die hier durch Patinoire durchgehen. Durch die ganze Corona-Geschichte hat sich das natürlich alles ein bisschen verändert. Und wir können das nicht mehr so im Moment machen, wie das vor Corona war. Wir müssen da ein ganz paar Restriktionen an Reglementationen aufhören. So dass wir zum Beispiel am Moment, unter dem 11. Januar, in der Form fahren, dass maximal 20 Leute pro Stunde können an Patinoire kommen. Wir müssen dafür 1800 Meter karre Piste an 3 anteilen, wovon dann ein Drittel eitel bleibt. Das ist leider das Problem, weil wir da müssen die Gruppen trennen. Wir haben dann jeweils 10 Personen pro Gruppe, die dann auf einem Drittel fahren und den Teil an der Mitte aus für die Gruppen auseinander zu halten. Sodass wir pro Stunde 20 Leute können durchschlafen lassen, sodass ihr dann am Tag ob ungefähr 200 Leute könnt, die heute durchkommen. An der ganzen Corona-Affäre ist das natürlich auch nicht so einfach, für dann einfach hinzukommen. Normal, vor Corona, also so, dass ihr einfach hinkommt zu den normalen Öffnungszeiten. Und das war gar kein Problem, für dann hier Schlittschuh fahren zu kommen. Logisch, wir müssten das so machen, dass wir dann auch einen Reservierungskalender angefordert haben. Ob den könnt ihr über das Website www.kuckelscheuer.com. Da kann ich dann über den Link auf unseren Kalender und da kann ich sich da die Stunden reservieren, die ich hat. Im Moment ist es natürlich so, dadurch, dass wir limitiert sind an der Unzahl von den Visiteuren, dass der Kalender relativ sehr ausgebaut ist. Und da muss ich dann mal Zeit tun, wenn ich in die Schlittschuh vorkommt. Wenn ich das ein Rendezvous bis geholt hat, tut ihr aber keine eigene Schlittschuh, kann ich dann dabei schleunen an der aktuellen Situation? Wir haben Distributeure für Magell und müssen Distanzen gehalten geben. Wir desinfizieren regelmäßig Schiff, Eiskäse, Altmaterial und alles, was die Leute packen. Aber auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich trotzdem kann auch hinkommen, wenn ich keine eigene Schlittschuh hat. Wir haben 1000 Paar Schlittschuh an der Lokation. Wir haben Pinguine für die Kammer, die sie können holen als Lernlaufhilfe. Wir schleifen noch Schlittschuhe, wenn jemand seine eigene Schlittschuhe kennt, die nicht mehr so scharf geschlafen sind. All die Zerwisser, die laufen normal weiter. Sind ihr die einzige Eispiste am Land, die aktuell abhört? Hier zu Lützburg gibt es 2 Eispisten, die hier aktiv sind. Das ist die Eispiste zu Befert und das ist die Eispiste auf der Kuckelscheue.
Leider hat Befort decidiert, dass mit Dezember zugemäht haben an der aktuellen Situation. Und dafür sind wir im Moment die einzige Patinoire, die am Moment noch Betrieb ist. Nicht nur zu Lützburg, sondern auch am neuen Umkreis, also ungefähr 200 bis 250 Kilometer rundherum, ist also kein andere Eispiste mehr Betrieb. Kommt ihr aber aktuell in ihr Mussen über die Runden? Und was ging dir für die nächste Saison wünschen? Am Moment ist das natürlich alles auch von der finanziellen Situation nicht so einfach, weil er nicht mehr die Unzahl von Klienten hat, die bereicht, für das Ganze natürlich können, ordentlich schlafen zu lassen. Wir sind aber froh, dass wir überhaupt dürfen schaffen und noch in dieser Situation noch können die Leute Möglichkeit geben, dass sie können kommen. Selbstverständlich ist das für viele Leute eng von den nächsten Möglichkeiten, wo sie im Moment noch haben, wo sie können so ein bisschen Freizeitsport machen, weil das alles relativ begrenzt ist im Moment an der Zeit. Und mir ging es natürlich wünschen, dass wir ab September dann im Normal in Betrieb gehen, je nachdem, wie das dann mit der Impfsituation ist. Haben die Leute sich weitgehend und die Restriktionen an Mesuren oder gehen nur mal Fälle, wo da ein bisschen mehr streng muss gehen? Wir sind immer froh, festzustellen, dass als Visiteuren, die hier an Patinoir kommen, sich extrem gut und als Regeln halten. Das ist natürlich für keinen einfach. Wen will schon den ganzen Tag mit einer Maske für ein Gesicht rundherum laufen oder die ganze Zeit über eine Distanz mit nicht schwätzen? Mehr als Klienten, die sind aber wirklich ganz verständlich, machen mit und nur noch verstehst du mich für die ganzen Regeln, die wir müssen aufhören. Und dafür sollen wir hin, vielen uns merci. Mein Name ist Peter, ich bin hier zuständig für die Schlittschuhschule. Die heißt bei uns Bingo School. Hier geben wir Unterricht in die ersten Schritte vom Eislaufen, also für die Anfänger. In Corona-Zeiten ist es natürlich ein bisschen anders, als wir gewöhnt sind. Die maximale Gruppengröße ist natürlich kleiner. Wir dürfen mit maximal 10 Leuten auf das Eis sein. Das heißt in den meisten Fällen, dass wir mit 2 Coaches und 8 Studenten gleichzeitig auf das Eis sein können. Aber zum Glück können wir alle unsere Übungen machen und auf das Eis haben wir Platz genug. Ja, das ist tipptopp, ja nicht. Und ich schreibe mich oft, ich komme all da. Mir geht nicht für die Schule holen. Auch während ich auf der Piste trainiert, also ich amüsiert geht, werfe mir einen Blick an das Herzstück von der ganzen Installation. Der Kiel an Lech. So, da kommen wir hier bei der Kältezentrale. Das ist da, wo die Kälte produziert wird, für was wir überhaupt Eis können auf der Eispiste tun. Wir killen als Beton auf, unter dem Eis. Und den wird dann minus 10 Grad gemacht. Auf das spritzen wir dann noch Wasser ab. Und da bauen wir als Eis ab, was noch entdeckt wird von 3,5 bis 4 cm. Und für das wir das tun, brauchen wir natürlich ganz viel Technik. Den Teil der befindet sich auf einem Platz vom Gebäude, wo kein hin darf kommen, weil wir schaffen hier mit einem Sohlesystem. Das heißt, wir haben 2 Zirkuits. Den einen Zirkuit ist Ammoniak, mit dem laufen als Kompressoren. Und dann geht auf einem Wärmetauscher geht das darüber auf Glykol. Und der Glykol, das ist den Kälteträger. Das ist eine Flüssigkeit, die dann auch bei minus 18 Grad nicht friert. Und die transportiert dann Kälte in der Piste. Und da haben wir dann 55.000 Liter Glykol an der Piste. So, wenn wir an den Teil gehen von der Technik, wo das produziert wird, da ist natürlich, weil da Ammoniak am Spiel ist und das als Gas doch aber relativ gefährlich ist, muss man da eine ganz gepachte Sicherheitsinstallation angebaut haben. Und wenn wir dann an die Zentrale reingehen, da haben wir 4 drin, ein Schaf, an dem ist dann die Installation, wo man da kann gucken, ob man an den technischen Räumen nicht eventuell Ammoniak in der Luft hat, weil er zum Beispiel ein Feuer auf einem Rohr hat, sodass er nicht an den Gefahr lebt. Dafür sind die Sachen so an der Form technisch aufgesichert. Dann haben wir hier daneben, wenn wir gesehen, dass alles an der Reihe ist und dass kein Rot Luden, dann können wir rangehen an das Haus. Das ist ein Vierraum. Das ist ein Vierraum von der Kältezentrale. An dem Raum, das ist ein bisschen so eine Trennung zwischen der Technik und der Bauswelt. Den technischen Teil, den haben wir komplett isoliert, so für das, falls wir einen Fuß hätten, nicht noch bauen können. An dem Sass
Da ist es so, dass er auch noch ein so ein System hat, um zu kontrollieren, ob er irgendwo Ammoniak in der Luft hat. Solange wie da alles auf gering ist, ist das kein Problem und dann kann er noch sich an den Räumen frei bewegen. Falls da die Leute gehen nur gehen, da gehen die Limiten und Begrenzungen. Da muss ich dann in dem Moment Sicherheitsequipment tun und hier dürfen auch an das Gebäude nehmen an normalen Zeiten, wenn nicht da ist, dürfen eigentlich da auch nehmen Techniker ran, die habilitiert sind, für da an dem Bereich zu schaffen und an sich hier abzuhalten. Weil die wissen, wer die möchte, falls mal ein Kind gefüttert wird. Falls Ammoniak in der Luft wird, können wir halt eine verloren, dafür sind hier auch an dem Bereich, falls ein sich ging mit Ammoniak verseuchen, nennen wir es mal, dürfen wir heute an so einen Sicherheitsdusch, da geht ihn dann drinnen und dann zieht ihn da in dem Griff und dann kommt da direkt Wasser raus. Da ist auch ein Armdusch dabei, der den Falz in, kontaminiert wird, der sich direkt da mal kann aufduschen. Wir sind mal hier an der Kältezentrale von der Patinoire. Hier haben wir drei Kompressoren stehen, die insgesamt 1200 Kilowatt Kälte produzieren. Und die haben 12 Zylinder Kolbenkompressoren, sind das, die von einem elektrischen Motor angetrieben gehen. Da funktioniert das System so, dass da das Gas komprimiert und da noch entspannt wird. Dadurch entsteht dann der Kälteeffekt, den wir brauchen. Und der Glykol, der lebt dann in den Leitungen hier. Alles, was die Deckleitungen sind, die laufen dann in der Piste. Und da haben wir dann 20 km Ruhe pro Piste. Und dann killen wir die Piste auf minus 10 Grad hoch. Du seht auf der linken Seite, das ist die Injektion für eine Publikpiste. Da kommen wir dann mit dem Glykol. Den kahl, so kahl, dass wir die Piste auf minus 10 Grad kriegen. Der geht dann da und dem engen Rauer ran an die Piste gedreht und auf dem anderen könnt ihr ihm zurück. Da das alke Vierlauf und Rücklauf. Und die sind da gefroren, weil die Luftfeuchtigkeit, die sich darunter kondensiert und dadurch spielt sich das ganze Eis und den Reier. Hier seht ihr das Schneegrauf, das ist der Platz, wo wir den Schnee, den auf der Piste steht, beim Schlittschuhfahren, entdehen. Wir haben ja, wenn wir eigentlich mit der Maschinen über die Piste fahren, ungefähr 1,5 Meter Kub bis 2 Meter Kub Schnee, die wir da hochfüllen. Und wir können die ja nicht einfach so an der Tour tippen, weil sonst hätten wir nur einen riesigen Kub da rein. Wir fahren bis zu 16 Mal pro Tag über die Piste und da muss man den Schnee auch lassen. Und dafür haben wir dann so ein großes Foss, da tippen wir den Schnee dann dran. Und der Schnee als Schnee ging ziemlich lang liegen bleiben, bis der Tee geschmolzen wird, auch von Heißspeisentemperaturen sind. Dafür schmilzt man den mit Wasser aus dem Weiher. Da haben wir am Weiher eine Pumpelstation. Wir bringen dann das Wasser aus dem Weiher herab, spritzen das auf den Schnee. Und da geht das hinauf, wenn der Schnee geschmolzen ist, über den ganz einfachen Überlaufrohr läuft das zurück an den Weiher. Lot zum Ende vom Winter ist natürlich das, nicht mehr so ein großes Gefahr, aber während der normalen Winterzeiten ist es so, dass dann auch der Weiher unter dem der Beißen von der Patinoire ist, auch mal friert, so wie das früher war. Das ist natürlich immer ein großes Gefahr, weil ich nicht kann abschätzen, wie dick das Eis ist. Und da ist auf jeden Fall angeraten, da nicht einfach so drauf zu gehen, ohne dass das freigehen ist von der Gemeinde. Das darf ist verboten, auf ein Eisfläche zu gehen, die gesperrt ist. Und hier ist es doch so, dass die Eis deckt, da muss gemoßt gehen, weil da war ja 1,5 Hektar. Und dann ist das relativ gefährlich, wenn ihr da drauf geht, ob ihr eine Initiative, ohne dass ihr wisst, wie dick das ist. Und da hatten wir schon die schlimmsten Überraschungen, wo Leute angebracht sind und die wir dann müssten da rausziehen. Also, ich komme eigentlich ganz gerne hin, das flott heute, also flott ein Ausflug. Vor Corona sind wir auch nicht oft hier hingekommen und dann haben wir so eine Bübertiers. Das geht aber leider nicht mehr. Und ja, sie haben das System auch gut aufgedreht. Und ich meine, Frieden ist einfach überhaupt da können zu gehen.
Wenn ihn hier die paar aktuellen Mesuren respektiert, dann kann ihn hier dort Momente verbringen. Und für die nächste Saison kann ich just hoffen, dass alles ein bisschen mehr, wie sollen wir so, gelernt verläuft.